Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns wieder gemeinsam meine Neuzugänge aus dem Mai 2019 an und stellen uns die Frage, schon gelesen oder subt es noch? Ich bin sehr gespannt, wie viele der 19 Neuzugänge schon gelesen sind, was noch nicht gelesen ist und ja, an wie viel man sich bei den gelesenen Büchern auch erinnert. Ja, wie gesagt, 19 Bücher sind eingezogen. Ich bin sehr, sehr gespannt und wünsche uns jetzt ganz viel Spaß beim Schauen. Ja, auf jeden Fall sieht die Steffi sehr sommerlich aus. Es sind die Grimm-Chroniken bei mir eingezogen von Maya Shepard. Und zwar habe ich die im letzten Jahr, ja, im Grunde tatsächlich im Mai für mich entdeckt. Ich glaube, es sind dann auch 4 oder 5 Teile eingezogen. Und ich habe die auch alle, gelesen. Also tatsächlich die ersten 4, 5 Teile. Und ich fand das richtig cool, weil es war so eine Märchenadaption, die so verschiedenste Märchen der Gebrüder Grimm aufgegriffen hat, aber jetzt natürlich so eine Verbindung zur Jetztzeit hat. Jugendliche, die da eben in diese Welt irgendwie reinkommen. Und ich weiß, dass mir der Stil sehr gut gefallen hat, die Geschichte gut gefallen hat. Was mich aber tatsächlich sehr abgeschreckt hat, war, dass es, glaube ich, irgendwie 25 oder mehr Bände gab. Und wenn es überhaupt reicht und die Bände dann tatsächlich auch immer teurer wurden. Ich glaube, die ersten Bände haben irgendwie noch 2,49 gekostet und ich dann einfach mal hochrechnete und dachte, boah, also wenn du da 20 Bände noch kaufen musst, war mir das einfach zu viel. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass die Schnitte drin immer ein bisschen unschön waren. Also es war halt oft so mitten in der Story gefühlt, hat die Geschichte geendet. An sich eine coole Idee, aber habe ich dann nicht weiter verfolgt. Aber alle gelesen. Ja, dann von Neil und Jared Schusterman Dry eine, ja, apokalyptische Story, in der es eben einfach irgendwann kein Wasser mehr gibt. Und wir begleiten verschiedenste jugendliche Charaktere, auch eine gesamterzählerische Stimme, ja, in dieser Zeit, wie Menschen eben reagieren, wenn auf einmal das Wasser ausfällt. Ich meine, in so einer pandemieähnlichen Situation sind die, wie wir jetzt im Grunde auch, und allerdings einfach mit anderen Problemen. Aber es ist schon eine wunderbare Charaktermenschenstudie, wie würden Menschen reagieren, wenn. Und ich finde, das hat man im letzten Vierteljahr auch ganz gut auf der Welt beobachten können, wie Menschen tatsächlich reagieren. Für mich letztes Jahr Dry ein absolutes Highlight. Es hat mir unfassbar gut gefallen. Ich mag ja, diese postapokalyptischen Geschichten und ich fand auch diese Idee mit dem Wasser gut. Ich mochte, wie das umgesetzt wurde, wie die Jugendlichen gezeichnet waren, wie tiefgründig auch die Charaktere waren. Mir hat es gut gefallen und hat wirklich Spaß gemacht. Dann Schäfchenwolkenhimmel von Gabriela Engelmann habe ich im letzten Jahr gehört. Ich weiß gar nicht, gab es dieses Jahr schon ein neues Buch von Gabriela Engelmann? Ja, fand ich auf jeden Fall wieder unterhaltsam. Mein Problem, was ich nur gefühlt nach 6, 7 Jahren Gabriela Engelmann und ihren Inselroman haben, ist, dass die für mich alle irgendwie sehr ähnlich wirken. Dass es in den letzten 1, 2, 3 Jahren nichts mehr an Geschichte gab, was so richtig herausgestochen hat, aber es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Dann ist der Blumenladen der Mademoiselle Violetta von Maxim Huerta bei mir eingezogen, war auf jeden Fall auch ein ganz wunderbares Highlight, war eine Geschichte, die einfach schön war, wo man wirklich eingetaucht ist in dieses Blumenleben, in diese Städtchen, in diese Umgebung, man die Charaktere kennengelernt hat, man ja ganz bezaubert auch irgendwie war, war für mich auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Geschichte, die ich die mir ein sehr warmes Gefühl tatsächlich gibt. Auch das Cover finde ich super schön und ich hatte mich damals sehr gefreut über das Buch und es hat auch einfach sehr viel Lesespaß gemacht und gebracht. Und hier ist irgendwie ein Schnitt drin. Da bin ich in meinem Wohnzimmer, warum auch immer. Das Tauschpaket mit der lieben Becky, wenn ich mich recht erinnere, war letztes Jahr im Mai. Sie hat nämlich aussortiert und sie hat das Bild unter anderem von Stephen King aussortiert. Ein Buch, das ich ja jetzt im April, im Namen des King im April, auch gelesen habe. Und das war wahrscheinlich das Paket, deswegen habe ich das wahrscheinlich früher ausgepackt als die eigentlichen Neuzugänge. Dann ist noch Nachts eingezogen. Das ist tatsächlich, das sind 2 Novellen drin, die habe ich noch nicht gelesen. Die liegen leider tatsächlich noch ungelesen hier, sind aber für dieses Jahr auf jeden Fall vorgemerkt, dass ich die lesen möchte. Freue ich mich auch drauf, weil mit Novellen bekommt mich King tatsächlich ein bisschen eher als mit Kurzgeschichten. Mit denen habe ich ja öfter mal meine Probleme, aber ich bin sehr gespannt auf Nachts. Im Kabinett des Todes, das waren Kurzgeschichten, war auch ein sehr erfolgreicher Kurzgeschichtenroman sozusagen, weil hier wirklich, glaube ich, 5 5-Sterne-Geschichten drin waren und auch 5 4-Sterne oder irgendwie so. Also ich glaube auch mit 3,7 wirklich ein großartiges Sammelsurium an Büchern hat mir sehr gut gefallen.
Dann ist eingezogen Die Augen des Drachen. Die sind auch schon gelesen. Glaube ich, haben wir im letzten Jahr in der Lesegruppe gelesen, wenn ich mich nicht irre. Gefällt mir auf jeden Fall, gefiel mir auch super gut. Ist ja eher ein Kinderbuch, ist aber natürlich schon High Fantasy und dient wohl auch wieder dem Turm. Von daher, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Artikel 5 habe ich tatsächlich angelesen, hatte mir aber leider dann nicht so gut gefallen. Habe ich irgendwie dann zur Seite gelegt und ich glaube jetzt auch, wie ich mein Wohnzimmer renoviert habe, ist das irgendwie so mit ausgezogen, weil ich dachte, ja, es ist pausiert, aber es sprach mich leider einfach irgendwie nicht an. Ich weiß nicht, ob es einfach zu jugendlich war. Ja, ich habe es angefangen, aber irgendwie dann nicht weitergelesen und von daher, ja, also pausierte Bücher, ja, wo man denkt, irgendwann greift man nochmal dazu, aber in dem Fall wohl tatsächlich nicht. Und dann Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Becky schwärmt immer wieder von Walter Mörs und es muss jetzt demnächst auch unbedingt gelesen werden. Noch ist es das nicht, noch ist es auf dem Sub und ja, Becky selbst hatte ganz viele Ausgaben davon und hat sich dann, glaube ich, von der einen oder anderen Ausgabe getrennt und hat mir die Taschenbuchausgabe zugeschickt, was mich sehr gefreut hat, aber ja, leider noch nicht gelesen, muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen. Dann ist Elias und Laia als echtes Buch bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es herkam, wo ich es ertauscht hatte oder gekauft habe. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ist auf jeden Fall eine Jugendbuch-Dystopie, die mir sehr gut gefallen hat. Ich habe Band 1 und 2 gehört und dann ist eben auch der echte Band bei mir eingezogen, was mich mega gefreut hat und ja, ich super, super happy war und ja, mich darauf auf jeden Fall, ja, oder darüber sehr, sehr gefreut habe. Und ja, jetzt haben wir nochmal einen anderen Schnitt. Ich bin irgendwie irritiert. Wahrscheinlich kam jetzt noch irgendwie ein Unpacking. Ich weiß gar nicht, hatte ich da was bei Medimops oder irgendwo bestellt? Ich bin gerade umgeschnitten. Nein! Ah, Die Monde so silbern von Marissa Mayer. Das war ein Tauschpaket mit der lieben Tanja, die mir, ja, ich glaube, 3-4 Bücher müssten jetzt kommen, zur Verfügung gestellt hat. Und ja, darauf freue ich mich ja noch sehr. Habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gelesen. Es schwärmen so viele Leute von Die Monde so silbern, aber ja, tatsächlich noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, was mich abschreckt. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so eine Cinderella-Aschenputtel-Story. Ja, würde dann jetzt auch die Schuhe erklären auf dem Cover, aber tatsächlich noch nicht gelesen. Aber es spricht mich nach wie vor an. Es ist jetzt auch nicht mit ausgezogen. Während Eregors ich tatsächlich angefangen habe und es dann auch pausiert habe und es jetzt, glaube ich, ja, auch mit ausgewandert ist. Ich weiß gar nicht, ob es noch im Regal steht oder nicht. Bin mir gerade unschlüssig. Da hatte ich mal reingelesen, war irgendwie nicht die richtige Zeit. Aber wie gesagt, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es ausgezogen ist oder ob es noch hier steht. Ich weiß nur, so der erste Start war jetzt nicht der beste. Aber manchen Büchern, da denkt man sich ja, da greifst du einfach mal in einem halben Jahr wieder hin. Aber ja, ist noch nicht gelesen. Zählt aber irgendwie als angelesen. Ich will jetzt nicht mit halben Büchern hier zählen. Also es zählt für mich als angelesen. Von daher, ja, das ist aber noch nicht komplett gelesen. Unglaublich, wie kurz da die Haare noch sind. Unfassbar. Ja, Töchter des Mondes, Kate. Ja, tatsächlich auch noch nicht gelesen. Ne? Das ist irgendwie kein so guter Monat. Ich weiß, dass mich da das Cover so ein bisschen abschreckt. Aber es auch von diesem Buch immer sehr, sehr geschwärmt wird. Und ja, immer wieder erzählt wird, wie toll die sind. Und dass da auch verschiedenste Menschen tatsächlich schwärmen. Ja, ich glaube, man muss sich da einfach irgendwann die Zeit nehmen und ja, dann eben auch einfach mal lesen und das nicht so schöne Cover in die Hand nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Trilogie ist oder ich bin tatsächlich gerade überfragt. Das ist dann, glaube ich, auch gleich der zweite Band dazu, wobei bei mir immer nur der erste Band als ungelesen zählt. Ja, ich glaube, das sind die ersten 2 Bände bei mir eingezogen. Also ich bin nach wie vor sehr happy über die Bücher, die mir Tani geschickt hat, aber ich muss dazu auch einfach greifen. Ne? Also ich glaube, manchmal muss man Büchern, auch wenn sie ein etwas unschöneres Cover haben, einfach mal wieder zugreifen. Ja, da ist wieder die echte Steffi. Ja, dann ist Tödliches Klassentreffen eingefallen von Adriana Jakob alias Adriana Popescu. Es ist ja ihr erster Kommissar Rauch-Krimi. Ich bin sonst nicht der Krimi-Leser, aber es ist von Adriana, musste dementsprechend gelesen werden, hat mir sehr gut gefallen. Also das war wirklich ein Krimi, so ein cozy Krimi, wie man ja jetzt dazu sagt, der sich nicht unbedingt nur mit dem Mord beschäftigt und mit der Auflösung des Mordes, sondern eben auch mit den Charakteren drumherum, dem Zwischenmenschlichen. Und das ist Adriana
wirklich sehr, sehr gelungen, spielt ja in Stuttgart und am zweiten Rauchroman sitzt sie auch schon dran. Dann ist A Love to Share von Beth O'Leary bei mir eingezogen als Hörbuch. Ich habe die Geschichte ja ursprünglich gehört und es war letztes Jahr absolut ein Highlight, ist auch total gehypt worden, war richtig schön, hat den Hype auch verdient, wie ich fand. Beim Hörbuch weiß ich noch, dass mir nicht gefallen hat, dass er relativ leise gesprochen hat und sie sehr laut und man ständig gefühlt um 2-3 Lautstärkepunkte hoch oder runter musste. Aber sonst ist diese Idee, dass sich zwei Leute, weil sie eben unterschiedliche Schichten arbeiten, eine Wohnung teilen, sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht. Meine Suche nach dem Nichts von Lena Schnabel, hier geht es im Grunde auch um eine Pilgerwanderung, allerdings, ich glaube, war sie in Japan unterwegs, man kennt ja eher Pilgerwanderungen natürlich auf dem Jakobsweg und hier geht es eben einen japanischen Weg und der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also diese Idee, einfach mal einen Weg zu gehen, den tatsächlich Deutsche oder Europäer sehr selten gehen, dafür tatsächlich, der ein bisschen internationaler war, fand ich spannend und auch, was sie so auf der Suche nach dem Nichts erzählt hat. Also ich habe das in sehr guter Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich irgendwie vielleicht sogar ein Jahreshighlight war. Also mich hat das sehr gecatcht, sehr begeistert, konnte mich sehr, sehr unterhalten. Dann ist, ja, auch als Geschenk von der lieben Sandra, Beste Freundinnen eingezogen von Max und Jakob. Ich habe eine Zeit lang im letzten Jahr und auch schon in 18 begonnen, den Podcast der beiden zu hören. Fand ich super unterhaltsam, super lustig. Mittlerweile, glaube ich, höre ich den tatsächlich gar nicht mehr oder ja, nur noch sehr sporadisch, weil es sich dann auch irgendwann mal, ja, irgendwie hat es mich dann nicht mehr so packen können, dass ich weitergehört habe. Das Buch ist im Grunde so ein bisschen eine Erzählung aus den ersten Folgen des Podcasts. Das fand ich ganz schön nachzulesen, auch wie sich diese Freundschaft so entwickelt hat und ja, hat mich gut unterhalten und ja, fand ich okay, habe ich auf jeden Fall gelesen und ja, irgendwann die Lust an dem Podcast verloren, aber so ist das halt manchmal, wenn sich Geschmäcker einfach verändern. Dann ist von Anne Freitag Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte eingezogen. Ich mochte die Bücher vorher von Anne Freitag super gerne, fand auch dieses Buch von der Haptik und Optik super schön, also dieses Roh, dieser Rucksack, auch die Grafiken innen drin, richtig, richtig toll. Ich glaube, es war auch leider mein erster Anne Freitag, der mich ein bisschen enttäuscht hat. Ist dann tatsächlich auch als echtes Buch weitergewandert. Ja, irgendwie hat mir die Entwicklung der Geschichte nicht so gefallen und man hatte das Gefühl, diese etwas für mich merkwürdige Entwicklung hatte nur einen Grund, nämlich etwas zu erschaffen, was dann gegen Ende eine Rolle spielt. Und das hat sich so künstlich irgendwie angefühlt und irgendwie war es tatsächlich nicht ganz meins, weswegen ich jetzt auch mit dem neuen Buch von Anne Freitag ein bisschen, ja, vorsichtig bin mit dem neuen Jugendbuch, mich allerdings auf ihren Thriller, der dann im Sommer irgendwann bei Bold erscheint, auf den freue ich mich tatsächlich mehr und bin mehr gespannt, was sie macht. Irgendwie war dieses Jugendbuch nicht ganz meins, auch wenn ich es gerne gemocht hätte, weil ich auch Anne Freitag einfach super sympathisch finde und mir bisher eben ihre Bücher auch super gut gefallen haben. Dann ist Der Alltagsmagier von Claudia Duwe bei mir eingezogen, ein Buch, in das ich heute immer mal noch schaue tatsächlich, ein Highlight aus dem letzten Jahr, weil es dann natürlich um Achtsamkeit geht und um dieses Bewusstsein und um Nachhaltigkeit und wie man es eben einfach schafft, immer wieder jeden Moment den Fokus auf das Jetzt zu legen. Und Der Alltagsmagier gibt einem da eben Tipps und Ideen und Gedanken und Impulse und der hat mir super gut gefallen. Er hat mittlerweile auch 3-4 Mal verschenkt und auch da habe ich nur positive Worte dazu gehört, ist also auf jeden Fall eine kleine Empfehlung. Und ich glaube, das müsste es so gewesen sein, wenn ich mir das hier anschaue. Ja, ich glaube, es kommt tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt 4 gezählt, die ungelesen sind, beziehungsweise eben 2, die noch mit pausiert haben, je nachdem, wie man das zählen möchte. Nicht ganz so erfolgreich wie andere Monate und ich werde jetzt diese 4 Bücher oder 5, wie auch immer man es zählt, werde ich auf jeden Fall jetzt im Auge behalten und ja, freue mich da schon drauf, die dann auch zu entdecken. Und das war es dann auch schon, der Rückblick in die Vergangenheit. Ja, 4 ungelesene Bücher. Ach ja, es könnte besser sein, aber es könnte auch viel schlechter sein. Manchmal weiß man eben auch gar nicht, warum Bücher noch auf dem Sub sind, aber ja, vielleicht wollt ihr ja von den Büchern, die jetzt auf dem Sub noch sind, schwärmen, dann macht das gerne, würde ich mich sehr freuen. Oder auch wie ihr zum Beispiel einfach euren Sub katalogisiert habt, wie ihr den auf dem Schirm habt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben und ob ihr so einen Rückblick in irgendeiner Art und Weise macht. Gibt es ja jetzt doch vereinzelt, auch bei anderen Booktubern, was mich mega freut, da so ein bisschen zu sehen, ja, was denn da noch aus den älteren Neuzugängen übrig ist. Lasst mich das mal gern von euch wissen und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit dem Video. Ich danke euch fürs Zusehen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.